Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es schon wieder eine Tabak-Erraten-Challenge. Heute mit Daniel von Custom Hookah. Es entwickelt sich langsam zu einer kleinen Serie, könnte man sagen. Ich würde sagen, wir labern nicht lange rum. Wir gucken uns das Intro an und dann bauen wir die ersten Köpfe. So, wir fangen als erstes auf jeden Fall mit meinem Kopf an. Ich habe Marvin einen Kopf gebaut, den seht ihr gleich. Noch kurz zu den Regeln. Wir haben drei Sorten in die Köpfe gepackt, alle im Oblaco M, also das heißt komplett gleiche Voraussetzungen. Lotus 1 Plus drauf, bei Marvin den Niris, bei mir den normalen. Jeder hat im Prinzip 10 Züge und 4 Rateversuche. Und dann schauen wir halt eben, wer die meisten Sorten, beziehungsweise auch, würde ich sagen, Geschmäcker errät. Und dann schauen wir am Ende, wer besser abschneidet. So Leute, dann kommen wir zum Kopfbau. Ich habe mir drei Tabaksorten ausgesucht, die ich dem Daniel jetzt hier bauen werde. Das erste ist Hukain Cotton Candy Cream. Und da machen wir mal das erste Drittel. Mache ich schon das halbe Set kaputt. Machen wir mal das erste Drittel vom Kopf mit diesem Tabak. Ich werde das Ganze übrigens ganz normal auf Noppenkontakt bauen. Ne? Erstmal Tabak in den Kopf und dann werden wir verteilen. Also das war der erste. Der zweite wird dieser hier. Ich weiß, ihr seht es nur unscharf. Das wird der nächste, den wir nehmen. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, der könnte relativ einfach zu erraten sein. Aber ich bin gespannt. Ich verspreche euch, normal baue ich schöner. Aber das hier so hinter der Kamera rumzumachen, ist schon... ist eine Challenge an sich. Und als letztes nehmen wir noch den hier. Ich weiß, ihr könnt es nicht so gut sehen. So ist besser. Ja, nehmen wir noch den da mit rein. So, noch eine kleine Gabel. Und dann haben wir es. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen verteilen. So, einen ganz normalen Noppenkontakt. Erstmal locker fluffig im Kopf. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen in Form gebracht hier. Ja, wir wollen, dass die Noppen schön im Tabak hängen, aber nicht komplett Vollkontakt. Es soll ja sehr entspannt bleiben bei der Challenge hier. So, und so können das Köpfchen auch schon bleiben. Noch einmal über den Rand gehen und den Rand sauber machen. Ne? Versteht sich von selbst. Und dann sind wir ready. Okay. Ja, ich würde sagen, du darfst beginnen als Gast. Ich genau. Hole noch schnell die Kohle und dann... Dein Kopf, ja. Ja, ich warte drauf, dass du... Nee, ja, versuch mal deine drei gebauten Sorten zu erraten, Daniel. Das war natürlich ganz großes Kino. Mein Köpfchen ist an, mein Kopf ist gebaut. Daniel, ja, danke 10 schön. Züge, 4 Rateversuche für dich. Okay, zählst du mit? Ich zähle mit. Ich muss mich auf andere Sachen konzentrieren. Naja, konzentrier du dich mal auf andere Sachen. Okay. Zug Nummer 1. Okay, es ist beerig, es ist fruchtig und es ist ein bisschen Kühle mit bei. Das wäre jetzt mal so das Erste, was ich sage, aber ich sage ja noch nichts. Naja. Sag du mal noch nichts. Denk dir mal dein bäriges, fruchtiges. So, Zug Nummer 3, noch kein Tipp. Erstmal gucken, na, was es so schmeckt, ja? Also ich habe das Gefühl, jetzt irgendwas mit Pfirsich drin, weil ich dir am Anfang gesagt habe, ich hasse Pfirsich. Muss aber sagen, wenn es Pfirsich ist, schmeckt es ganz gut. Also erstmal allgemein, der Kopf schmeckt gut. Das kann man schon mal festhalten. Nummer 4. Also ich habe ihn ja auch angeraucht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut schmeckt. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, hier ist Dark Blend mit drin. Das schmeckst, du schmeckst diese... Ich kann auch jetzt komplette Scheiße labern, das ist das Ding, aber ich glaube, man schmeckt diese gewisse, wie Darkside oder Must-Have, diese gewisse Grundtabaknote schmeckst du mit. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es ist ein Dark Blend drin. Ich ziehe jetzt auf jeden Fall mal das 5. Mal. Ja, Zug Nummer 5. Mal ein bisschen durch die Nase, mal ein bisschen durch den Mund. Sau schwierig, also... Ja. Also echt keine einfache Challenge, das kann man sagen. Da fand ich Shishas blind erfüllen. Klar, es waren noch meine Pfeifen, aber das fand ich deutlich einfacher als Tabak blind erraten. Oder ohne zu wissen, was es ist, auf den Geschmack zu kommen. Also jetzt so nach längerem Ziehen würde ich sagen, als ersten Tipp,
Und den haue ich jetzt raus. Es ist ein Kiwi-Tabak drin. Du musst mir schon... Und ich sage, es ist der Must-Have-Kiwi-Smoothie drin. Sagst du mir jetzt, ob es richtig ist, oder sagst du mir das am Ende? Sage ich dir schon, ich wollte es nur ein bisschen spannend machen. Der ist drin. Okay, ja, den habe ich nämlich... Also erster Rateversuch, erster richtiger Tabak. Okay. Zug Nummer 7. 6 war das. Ne, 7, oder? Ich bin mir ziemlich sicher 7. Okay. Du hast vorher gesagt, okay, du nimmst jetzt Zug Nummer 6, dann hast du gezogen. Okay. So, Zug Nummer 7. Hast du noch eine Idee? Ja, wie gesagt, meine Pfirsichnote bleibt noch im Kopf. Mhm. Die weiß ich aber noch nicht. Deswegen Zug Nummer 8. Okay. Doch, ist auf jeden Fall Pfirsich drin. Und dann ist es der Massiv. Oder Allmassiver Massiv. Nee. Nicht? Ist nicht drin. Kein Pfirsich drin? Kein Pfirsich drin. Krass. Okay. Auch kein anderer. Es ist okay, schwierig. Kein Pfirsich. Dann wird's richtig. Deswegen habe ich mich gerade mega gefreut, als du gesagt hast, da ist eine Pfirsichnote. Und ich so, oh, dann wird's aber drauf rein. Dann wird es aber schwierig jetzt. Okay. Ja. Vorletzter Zug. Vorletzter Zug und letzter Rate. Nee, vorletzter Rateversuch auch. Du darfst noch zweimal raten, du darfst noch zweimal ziehen. Jetzt darfst du noch einmal ziehen. Und zwei Sorten musst du mir noch sagen, von denen du denkst, dass sie drin sind. Ich muss den letzten Zug direkt hinterher machen. So, warte, ich lass dich über. Ach nee, ich darf's ja nicht bewegen. Okay. So, deine 10 Züge sind rum. Es ist mega schwierig, weil der Must-Have ist schon sehr dominant, finde ich. Also den schmeckst du auch direkt raus, finde ich. Und gerade weil es auch ein Dark Blend ist, ist es sau schwierig. Also ich würde sagen, weil ich jetzt raten muss und weil ich am Anfang gesagt habe, es ist was Bäriges drin, würde ich vielleicht noch sagen, dass der Dark Side Wildberry drin ist. Nee? Okay. Nee. Okay, dann habe ich nur noch einen. Ja. Und dann sage ich, es ist einfacher Blaubeer noch drin. Auch nicht. Nicht? Nee. Wow. Bärig war, ich war mir so, so sicher, dass du bei Bärig und Kühle sofort auf was kommst. Einer meiner Lieblingstabaksorten, Bärig und Kühle. FFM. Ich war mir so, so sicher, dass du den kriegst. Weißt du, wie krass das ist? Du weißt es jetzt und du schmeckst... Und du merkst es sofort. Ja, ne? Du weißt sofort, Mann, das ist natürlich der FFM. Okay, Kiwi-Smoothie, FFM und? Cotton Candy Cream von Ukain. Okay. Da muss man dazu sagen, den habe ich noch erst einmal auf dem Tasting geraucht. Okay. Ich finde, man merkt halt ganz klar so eine leicht cremige Note. Ja, ja. Und deswegen war ich mir eigentlich richtig sicher, also ohne Scheiß, bei dem Cotton Candy Cream war ich mir fast am sichersten, dass du den rausschmecken wirst, als bei den anderen Sorten. Aber diese cremige Note habe ich dem Kiwi-Smoothie zugeordnet, weil der ja so eine leicht, weil es halt so ein Findest Smoothie du? Ist. Ja, nicht cremig, aber das ist wie beim Holz der Eiskaktus, so ein leicht mitschwingendes, cremiges Aroma. Also habe ich auf jeden Fall zugeordnet dazu. Weiß ich auch nicht beim... So, wir bauen jetzt für den Marvin den Kopf. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt. Und zwar werde ich auf jeden Fall Black Nana mit reinpacken. Weil wenn er den nicht errät, übel peinlich. Machen wir den mal als erstes rein. Wir haben gesagt, dass wir 3 Sorten reinmachen. Das heißt, immer gedrittelt. Das ist übrigens eine mega nice Gabel, die der Marvin hier hat. Ich weiß gar nicht, wo der die her hat. Hätte ich auf jeden Fall auch gerne. So, wir machen davon ein Drittel rein. So, der nächste Flavor wird Alfacher Blaubeere im neuen Packaging. So, davon machen wir auch ein Drittel rein. Ich baue das Ganze übrigens relativ fluffig auf Noppenkontakt, so wie ich meinen Kopf im Prinzip auch bauen würde. Und mein letzter Flavor wird der Allmassiver Ghetto Cola. Ein sehr prägnanter Flavor und ich hoffe, dass der so ein bisschen die anderen beiden übertönt und für ein bisschen Verwirrung sorgt. Davon mache ich jetzt auch noch ein Drittel rein. So, und damit ist mein Kopf gebaut. Mal schauen, wie viele Sorten er errät. So, der Daniel raucht mein Köpfchen an. Also sein, mein Kopf. Und dann schauen wir mal. Ich muss ja eigentlich nur so abliefern, wie ich das gegen Dölet gemacht habe. Und dann ist eigentlich schon alles gut, ne?
Dann dürftest du, lieber Daniel, die gute Farmer-Molasse aber schlecken. Aber nicht zu früh, Freund. Nicht zu früh, Freund. Ich bin gespannt. Ziel sind 2 von 3. Das, also, ne, Ziel ist der Sieg. Ist ja klar. Dann gönn dir mal. Kannst ja mal beschreiben, was für eine Komposition es ist. Ich glaube, ich weiß 2. Oha, okay. Ich glaube, ich weiß 2. Aber wenn du den genommen hättest, der ist eigentlich easy. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, also, dass du den genommen hast. Wir warten erstmal ab, was du sagst. Und dann sage ich dir was dazu. Zu meiner Idee dahinter. Also einer ist eigentlich relativ klar, finde ich, wenn man ihn jetzt raucht. Also einer ist klar. Bei einem habe ich eine gute Vermutung. Okay. Aber der dritte, lost. Noch. Immerhin. Noch. Was ist der dritte? Das war jetzt Zug Nummer 3, ne? Mhm. Zug Nummer 3 gewesen. Was ist die dritte Note? Hast du mal einen Tipp für den ersten? Ich hau gleich 2 raus. Bei 2 bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ich hoffe, mein Geschmack verarscht mich gerade nicht, aber bei dem einen, also wenn es der nicht ist, dann ciao. Ja, der eine ist schon sehr, sehr prägnant. Der eine ist krank prägnant. Aber das war auch so ein bisschen die Idee, dass er vielleicht das andere so ein bisschen übertäuscht. Reden wir beide über den einen massiver, ja? Weiß ich nicht. Ich darf ja keine Tipps geben. Und ich will keine Tipps geben. Ersten 2 Tipps. Okay. Ein massiver Ghetto Cola. Ja. Der war easy. Ja, der war easy. Blaubeere Alfacher. Ja. Die beiden, ja, okay. Richtig. Der dritte. Fuck. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung. Warum lacht sich die Regie da hinten so weg? Das kann ich dir erklären. Aber das erkläre ich dir nicht. Aber das erkläre ich dir später. Was? Okay. Ich habe schon nur 2 reingepackt. Nein, so assi bin ich nicht. Allein weil die Regie so lacht. Nur um mich abzusichern. Ich habe ja noch 2 Rate versucht. Ja, genau. Nehme ich einen für Black Nana. Ja, und das ist richtig. Ey, ich habe ihn nicht geschmeckt. Ich habe ihn nicht geschmeckt. Ich habe beim Kopfbau gesagt, ich packe allein aus Prinzip Black Nana rein, weil wenn du ihn nicht errätst, wäre es assi peinlich. Ich hätte ihn nicht erraten. Ich hätte ihn nicht erraten. Ja, krass. Ey, wie viele Züge hatte ich? 7. Oder? 7 oder 6. Ich weiß nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall gut. Sehr gut. Aber Digga, also, weißt du, als ich dir die Sorten gesagt habe, kam von dir so, ja, Digga, safe. Ja, jetzt wo du es sagst, ne? Ja. Normal. Black Nana? Never. Nee. Schmeckst du auch. Du schmeckst volle Kanne Kohle. Volle Kanne Cola. Direkt. Und das habe ich bei schon oft in Videos gesagt, wenn du Black Nana mischst, ist er entweder super prägnant und du schmeckst nichts anderes oder du schmeckst ihn gar nicht. Und hier ist es genau das Beispiel wieder. Keine Chance. Du schmeckst ihn null. Niemals, glaube ich, auf Black Nana gekommen. Deswegen eigentlich ein bisschen unfair, dass ich jetzt durch die Regie rausgefunden habe. Auf der anderen Seite hatte ich ja eh schon 2 von 3. Genau. Deswegen, ja, ist das halt jetzt so. So, dann gönnen wir uns mal. Ja, Daniel, gönn dir mal. Aber jetzt mal vom Thema Molasse. Welche Molasse? Ja doch, wenn du so deinen Finger ein bisschen drin rumtunkst, ist das schon okay. Ne, ordentlich rumtunken, die Tabakfetzen darfst du abmachen. Dölet hat auch verloren, ne? Dölet hat auch verloren. Grüße an Dölet. Ich hoffe, die hat's geschmeckt. Nee, warte. Dölet hat bei der Shisha Erfüllen-Reihe verloren, ich habe bei der Tabak erraten-Reihe verloren, aber durch Schnick, Schnack, Schnuck. Wir hatten beide 2 von 3. Okay, immerhin. Das reicht dir, denke ich. Das riecht schon sehr, sehr angenehm. Ich gönne mir mal. Oh, ohne. Ohne was? Ohne mit der Wimper zu zucken. Ey, weißt du, wie lange ich gestruggelt habe? Nö. Schmeckt wie Schnaps. Was? Alter, schmeckt absolut nicht geil, aber ja, wie so ein Schnaps, den du bei Opa im Keller findest. Zu krass. Leute, das war unsere Tabak-Erraten-Challenge.
Daniel ist natürlich unten verlinkt mit Custom Hookah. Schaut da gerne mal vorbei, wenn es euch gefallen hat. Wir werden auch auf jeden Fall beim Daniel demnächst noch ein Video zusammen machen. Ansonsten gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha WG und Custom Hookah.